Heute schauen wir uns die Secrets in jedem einzelnen Haus in Roblox Brookhaven an. Auch von der neuen YouTuber-Villa. Und wenn ihr herausfinden wollt, was es für coole Geheimnisse in diesem Haus gibt, dann bleibt bis zum Ende dran. Let's go! Und ich würde sagen, wir fangen sofort mit dem ersten Haus an. Denn das hier, Leute, ist natürlich eine der Villen, die man super gut kennt. Und ich weiß auf jeden Fall auch schon, wo der Safe hier versteckt ist. Er ist, glaube ich, nicht allzu schwer versteckt. Er ist nämlich, hoppla, nicht in diesem Raum, sondern in diesem Raum, wo man auf jeden Fall auch ziemlich einfach rankommt. Und, guten Tag. Was um alles in der Welt? Wollen Sie dieses Haus etwa kaufen? Ich bin ein fantastischer Verkäufer. Ich verkaufe sogar Leuten Sachen, die ihnen bereits gehören. Aber mir gehört dieses Haus doch schon. Oh, jetzt verstehe ich das. Ach, das tut nichts zur Sache. Es ist ein super günstiger Preis. Es kostet nur ein Abo auf dem Kanal und einen Daumen nach oben. Okay, ich komme vielleicht später nochmal drauf zurück. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das allererstes Mal das nächste Haus an. Denn Leute, bei nicht allen Häusern sind die Safe so einfach versteckt wie bei diesem hier. Bei dem hier könnte es nämlich schon etwas schwieriger werden. Das ist ein etwas neueres Haus, glaube ich, wenn ich mich jetzt gerade recht erinnere, Leute. Und wir müssen gucken, dass wir das auf jeden Fall hinbekommen, denn hier ist auf jeden Fall der Safe ein bisschen besser versteckt. Ah, wunderschönes Haus haben Sie da. Darf ich Ihnen das verkaufen? Was? Ich will dieses Haus nicht kaufen. Ich habe es doch gerade gespawnt. Es gehört schon bereits mir. Du bist hier der Eindringling. Ich bin niemals ein Eindringling. Ich verkaufe Häuser. Das ist ein rechtschaffender Beruf, müssen Sie wissen. Ach, super zu wissen. Oh Mann, Alter, der Typ geht ein bisschen auf die Nerven, wenn ich ehrlich bin. Hör mal, wir machen eine Wette. Wenn du den Tresor nicht findest und ich ihn stattdessen schon, dann kaufst du das Haus von mir ab, okay? Ach, im Ernst jetzt? Okay, gut. Na schön, ich lasse mich gerne drauf ein, denn ich bin Experte auf diesem Gebiet. Mit der kleinen Einschränkung, dass du immer nur eine Minute Zeit hast, ihn zu finden. Ach, das ist, okay, gut. Du meinst also eine Minute. Dann würde ich mal sagen, Leute, geht es sofort los. Die Uhr läuft schon. Okay, Leute, wir dürfen auf jeden Fall uns nicht enttäuschen lassen hier. Okay, ich weiß auf jeden Fall, dass es hier unten ein paar Secrets gibt, dass man so ein bisschen die Sachen hier umstellen kann. Unter anderem in den Basketballclub, in den Basketball, auf jeden Fall in den Pool und irgendwie sonst irgendwelche Sachen. Da kann man auf jeden Fall auch ganz gute Sachen verstecken. Aber Leute, der Tresor, der ist nicht hier, sondern, wie viel Zeit haben wir noch? 41 Sekunden, okay. Gut, pass auf. So, wo war das hier nochmal? Genau, das war das hier, wo man auf jeden Fall hier auf diese Pflanze drücken muss. Und dann öffnet sich hier so eine Tür, die insgeheim eigentlich ein Safe versteckt. Das ist richtig gut, Leute. Oh Mann. Ha, damit hast du wahrscheinlich nie gedacht. Ich habe das innerhalb von einer Minute geschafft und ich habe noch 20 Sekunden übrig. Ha, na gut, das, du hattest auf jeden Fall Glück. Beim nächsten Mal wird das nicht so einfach werden. Das werden wir auf jeden Fall noch sehen. Aber das nächste Haus ist ein gutes Stichwort. Ich werde nämlich jetzt dieses Haus wieder entfernen, denn es gehört wieder mir. Oh ja. Und das nächste Haus spawnen. Okay, ich glaube, auch hier sollte es relativ einfach sein, denn der Safe von diesem Haus ist, glaube ich, auch öffentlich. Der ist nämlich genau da oben. Ja, genau, der ist nämlich genau hier. Tja, auf jeden Fall, dieses Haus wirst du mir auch nicht verkaufen können, mein Freund. Ach, so ein Mist. Na gut, das war sowieso ein kleines Haus. Für das hätte ich nicht mehr bekommen als zwei Schokoladentafeln. Du verkaufst Häuser für Schokoladentafeln? Aber natürlich, man muss doch mal gucken, wie man sein Essen auf den Tisch bekommt, mein Freund. Ja, das verstehe ich auf jeden Fall, aber kannst du dir nicht mit Geld Schokoladentafeln kaufen? Ich glaube, so ein normales Haus kostet ein bisschen mehr als zwei Schokoladentafeln. Aber ich weiß es auch nicht, wie viel kosten denn Schokoladentafeln? 1 oder 2 Euro oder so? Ehrlich? Okay, na gut, das nächste Haus verkaufe ich dir dann für 1 Million Robux. Wieso habe ich ihm nur den Tipp gegeben? Ich bin so dumm. Ach, ist auch egal. Gut, wir werden auf jeden Fall einfach mal nochmal das nächste Haus bauen, Leute. Und zwar, diesmal ist es dieses Haus. Oh Mann. Okay, Leute. Wir müssen uns ganz kurz mal überlegen, wo genau hier der Safe ist. Oh Mann, ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Denk daran, Sadie TikTok. Ach ja, natürlich. Oh Mann, wieder die Minute. Okay. Ganz ruhig, Leute. Nochmal die Minute laufen lassen und let's go. Wir müssen gucken. So, okay. Wo ist das? Wo ist hier nochmal der Safe, Leute? Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher. War der im oberen Geschoss? Ich glaube, im oberen Geschoss war er nicht. Okay, ich glaube tatsächlich, der ist eher unten irgendwo, wo die Sachen versteckt sind. Oh Mann, Leute. Oh nein, jetzt bin ich mir gerade wirklich nicht mehr sicher. Wo war hier nochmal der Safe? Oh Gott. Okay, Leute, ganz ruhig. Kann man sich hier irgendwo hinterglitschen? Ja, es hat mir ja niemand verboten, das hier zu benutzen. Alter, das sieht schon ganz schön cool aus, dieses Haus, ne? Das ist einfach so eine Unterwasserwelt oder sowas in die Richtung. Okay, Leute, wir müssen es ganz schön schnell finden, sonst haben wir echt ein Problem. Oh Mann, Leute, das wird eng. Da ist er. Okay, er ist doch oben. Oh Mann, wir müssen uns beeilen, Leute, wir haben echt nicht mehr viel Zeit. Okay. Ganz ruhig. Hoch. Dann, Badezimmer. Nee, das war... Verdammt, wo war das Badezimmer? Nein, da ist das Badezimmer. Okay, Leute, irgendwo hier wird der Eingang dann wohl sein. So. Okay, Leute, wir müssen hier auf den Spiegel draufklicken und da ist er auch. Oha, Alter, Mann, das war ganz schön knapp. Ich hatte irgendwie so 2 Sekunden oder so. Sehr schön, es wird immer knapper, mein Freund. Beim nächsten Mal hast du vielleicht weniger Glück und musst mir 1 Million Robux geben. Oh Mann, bitte nicht. Oh Gott, Leute. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall besser vorbereiten. Warte, wir können ja schon mal ganz kurz ein bisschen...
bisschen schummeln, weil das ist ja nicht verboten. Ich glaube, bei der Rakete weiß ich, wo das Secret ist, Leute. Okay. Wir werden jetzt aber mal ganz entspannt rausgehen und mal gucken. Also, bei dem Jahr haben wir es auf jeden Fall erfolgreich gefunden. Das war ein neueres Haus. Das war viel mehr ein bisschen schwieriger, ehrlich gesagt. Okay. Und da ist auf jeden Fall jetzt die Rakete, für die wir nochmal eine Minute Zeit haben werden. Und zwar in 3, 2, 1, let's go! Okay, Leute. Wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, ich glaube, bei diesem Haus ist die Rakete irgendwo ganz, ganz oben. Okay. Da gibt es auf jeden Fall so dieses eine Secret, wo man das so hochspringen kann und in diesen Raum kommt, wo kein Safe ist. Nein! Verdammt, okay, das war irgendein anderes Secret, Leute. Nein. Wo war der Safe in diesem Haus? Wo war der Safe? Hatte dieses Haus einen Safe? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oh Gott. Okay, warte, hier auf jeden Fall nicht. Wir gehen nochmal ein bisschen weiter runter in den Maschinenraum. Hier vielleicht bei der Kraft. Nee, bei der Kraft kann man sich auf jeden Fall verstecken. Und, oh nein. 25 Sekunden, Leute, 25 Sekunden. Hier unten ist es auf jeden Fall safe nicht. Oh Mann. Hier ist safe nicht. Okay, warte. Taschenlampe. So, okay, Leute. Mann, ich bin mir jetzt gerade, ehrlich gesagt, nicht mehr so wirklich sicher. Ich glaube, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es in diesem Haus überhaupt ein Safe gab. Beziehungsweise, es ist ja eigentlich gar kein Haus. 5, 4, 3, 2, 1, nein! Oh nein, Leute! Oh Mann, ey. Jetzt haben wir es nicht geschafft. Das ist ja total ärgerlich. Mann, wo war denn hier ein Safe? Ich glaube, es gab hier gar kein Safe, Leute. Oh nö! Oh Mann, Alter, ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich habe es leider nicht gefunden, aber ich bin mir auch wirklich nicht sicher, ob es überhaupt ein Safe gibt, ehrlich gesagt. Oh Mann, ey, das war wirklich ganz schön schwierig. Okay. Ist ja gut, du hast gewonnen, auf jeden Fall. Ich konnte leider hier kein Safe finden. Mann, was sollen wir denn jetzt machen? Sehr gut. Das bedeutet nämlich, dass ich dir dieses Haus verkaufen darf. Für 1 Million Rupp. Warte mal ganz kurz. Ganz kurz. Eine Sekunde. Oder vielleicht auch 2. Oder vielleicht auch 3. Oder vielleicht auch... Komm zum Punkt. Ja, Entschuldigung. 5 Sekunden. Sorry. Auf jeden Fall, das ist doch kein Haus, oder? Ich meine, das ist vielleicht in Brookhaven ein Haus, aber es ist eigentlich eine Rakete. Und dementsprechend ist es eigentlich kein Haus. Deswegen kannst du mir das eigentlich nicht verkaufen, weil es kein Haus ist. Darüber muss ich noch mal ganz kurz nachdenken. Verdammt, du hast recht. Na schön, diesmal hast du doch Glück gehabt. Aber ich bin mal gespannt, wie es beim nächsten aussehen wird. Okay. Puh, Leute, das war ganz schön knapp. Okay. Gut, als nächstes ist auf jeden Fall die Militärbasis dran und... Oh, Leute, ich glaube, da weiß ich es auf jeden Fall. Okay, let's go, das ist die Militärbasis. Diesmal wird das mit dem Kein-Haus-Trick nicht nochmal funktionieren. Haha, 1 Minute, tick-tack. Oh Mann, ist das blöd. Wieso lasse ich mich immer auf sowas ein? Egal, let's go. 1 Minute läuft. Aber diesmal, Leute, diesmal weiß ich auf jeden Fall ein bisschen besser Bescheid, weil das eine Folge ist, die ich vor kurzem erst gemacht habe. Naja, gut, ist auch schon ein bisschen her. Aber trotz alledem, ich glaube, wir müssen uns einmal ganz kurz auf diese Toilette setzen. Dann geht's hier irgendwo runter. Jawohl. Oh nein. Ah, hier geht's runter. Sehr gut, Leute. Und genau dann ist da der Safe, von dem sie alle sprechen. Oh ja, hier haben wir ein bisschen Geld bekommen, Leute. Und kommen nicht mehr raus. Genau, wir müssen nämlich erstmal diesen Knopf hier drücken, um wieder rauszukommen. Hallo? So, da sind wir auf jeden Fall. Okay. Bei der Militärbasis ist es auf jeden Fall ein bisschen leichter, weil die ist, noch ziemlich neu und da weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Wo ist er denn jetzt hin? Da. Nicht schlecht. Du bist wirklich gut. Mal schauen, ob du das weiter anhalten kannst. Ansonsten musst du einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren. Nein, das musst du tun, wenn ich gewinne. Ach so, ja, richtig. Ah, verdammt. Sollen die Zuschauer das machen, nicht ich? Na, das werden wir mal sehen. Denn das nächste Haus ist auf jeden Fall auch ein absolutes gutes Haus für mich. Ich glaube, da brauchen wir nicht mal den Timer anschmeißen, weil man sieht ihn schon direkt hier. Also, der ist auf jeden Fall nicht mal wirklich versteckt. Und naja, ich würde mal sagen, dieses Haus geben wir einfach direkt mir einen Punkt für. Und weil ich das schneller gemacht habe als die Zeit, würde ich sagen, könnte ich vielleicht noch einen extra Punkt bekommen. Ein extra Punkt? Sehe ich so aus? Ja, so schon so ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, wie sieht denn jemand aus, der extra Punkte vergibt? Definitiv. Nicht so wie ich. Gib dir mal mehr Mühe. Okay, alles klar. Na gut, dann würde ich sagen, das nächste auf jeden Fall. Oh Mann, okay, da müssen wir suchen, Leute. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. 1 Minute läuft in 3, 2, 1. Let's go. Okay. Warte. So, Freunde, wir müssen jetzt nochmal ganz kurz gucken. Hier ist auf jeden Fall die Garage. Okay, da sollte nichts sein. Ich gehe davon aus, wenn hier ein Safe ist, dann ist der wahrscheinlich safe. Oh nein. Dann ist der Safe hier irgendwo oben, okay? Lass schnell gucken. Tack. Hier ist nichts, okay? Also hier kann man auf jeden Fall nicht so gut verstecken, weil das Haus primär aus Glas ist. Ich denke mal, der wird irgendwo oben sein. Da ist er auch schon. Okay, Leute. Da haben wir den Safe auf jeden Fall gefunden. Oh Mann, Alter. Das ist wirklich eine schwierige Challenge, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem hast du keine Chance gegen den Secret Master, nämlich mich und ihr, weil ihr meine Videos guckt. Nicht übel, nicht übel. Aber es gibt ganz bestimmt noch irgendein Haus,
ausgeben, was dich zur Verzweiflung bringen wird. Da hat er auf jeden Fall recht, Leute. Es gibt definitiv Häuser, wo die Sachen noch ein bisschen schwieriger versteckt sind als hier. Aber ich würde sagen, bei den meisten geht das eigentlich noch ziemlich klar. Oh Gott, Leute, das ist wirklich eine der schwierigsten Challenges, die ich mir ausgesucht habe bisher. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr neues Haus, Leute. Ich würde sagen, es geht los in 3, 2, 1, let's go! Okay, 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 okay. So, Freunde, 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 Freunde. Also ich weiß auf jeden Fall, hier unten war ein Secret, wo man irgendwie in so eine komische, ja, in so einen komischen Raum kommt oder so. Aber da war kein Safe. Wo ist der Safe? Wo ist der Safe? Hier in der Garage nicht. Da auch nicht. Okay, 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 okay. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Entspannt, entspannt, entspannt. Ich brauche die Dings, ja. Mann, das ist ein sehr neues Haus. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich genau weiß, wo das ist. Warte, warte. War es hier irgendwo? War es hier irgendwo? Oh nein, 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 nein. Leute, das wird eng. Das wird eng. 30 Sekunden, halbe Zeit ist um. Okay, okay, okay. Hier ist keins. Okay, okay, okay. Hier ist keins. Da ist keins. Okay, das scheint wieder ein Secret Safe zu sein. Das ist schlecht. Nee, da ist er. Da ist er. Oh mein Gott, Alter. Ey, wir haben allein, um das Haus zu durchsuchen, haben wir jetzt mittlerweile schon 45 Sekunden gebraucht, was schon übelst lange ist, Alter. Huch, das könnte wirklich knapp werden. Wir könnten wirklich eventuell es früher oder später nicht schaffen. Oh Mann, ich hoffe mal, dass es klappt, Leute. So, du bist auf jeden Fall mal ein bisschen sprachlos, mein Freund. Das gefällt mir auf jeden Fall. So. Okay, Leute. Oh, das wird schwierig. Das wird jetzt schwierig. Denn dieses Haus hat auf jeden Fall einen ultra-secret-versteckten Safe. Okay, Leute. In diesem Haus auf jeden Fall, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, Leute. Okay, das ist das mit diesen komischen Dings hier. Da gibt es auf jeden Fall den Kindergarten und... Oh, Alter, ich war schon echt ewig nicht mehr in dem Haus. Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann war das hier. Jawohl. Jawohl, Leute. Nice, nice. Ich bin so gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kenne wirklich jedes einzelne Secret in Brookhaven. Na, was geht ab? Hey, willkommen. Ich würde gerne diesen Kindergarten hier verkaufen. Haben Sie vielleicht Interesse? Ja, und ich habe sogar eine Menge Geld dabei. Was? Jemand will was von mir kaufen? Das muss ein Traum sein. Ich bin ja so glücklich. War nur ein Spaß. Was? Das kannst du doch nicht mit mir machen. Natürlich kann ich das machen. Und abgesehen davon, ich würde auch diesen Kindergarten wieder entfernen und stattdessen auf das neue Haus wechseln, welches natürlich auch wieder nicht so einfach ist. Gut, Leute, wir machen wieder eine Minute Zeit und dann schauen wir mal, ob wir das schaffen in 3, 2, 1. Let's go! Okay, okay, okay. Freunde, 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 Freunde. Was ist das für ein Haus? Was ist das für ein Haus? Das ist das eine, wo wir... Okay, hier bin ich mir ehrlich gesagt schon nicht mehr so sicher. Okay, okay, okay. Hier vielleicht drin? Nein, hier war er nicht. Oh, warte, ich kenne dieses Haus. Ich glaube, der ist hier. Ja, genau. Jawohl, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Manchmal muss ich mich nur so ein bisschen noch daran erinnern, wo genau der Tresor eigentlich ist. Aber sonst ist das ziemlich einfach. Naja, mein Freund, naja. Ich glaube, du bist am Verlieren der Wette. Warte mal, wir müssen mal ganz kurz gucken, wie viele Häuser... Oh, wir haben nur so viele Häuser vor uns. Okay, Leute, ich würde sagen, wir rushen das einfach mal ein bisschen durch hier. Lassen uns nicht so viel Zeit mit den ganzen Sachen. Und, fangen einfach immer mal wieder ganz entspannt an. Denn wir wollen das ja alles durchbekommen, liebe Freunde. So, 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 so. Okay, okay, okay. Warte, warte, warte. Der ist auch, glaube ich, relativ einfach zu finden. Der ist hier, genau, jawohl. Den haben wir auf jeden Fall dann schon mal. Oh Mann, Leute, wir müssen die Secret Saves machen. Nicht diejenigen, die schon so einfach zu finden sind. Aber egal. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch deutlich, deutlich, deutlich schwierigere. So, wenn ich mich jetzt hier nicht irre. Bei dem ist es, glaube ich, etwas weiter unten. Okay, okay, warte, 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 warte. Ich muss ganz kurz nachdenken. Ich muss ganz kurz nachdenken. Lasst mich nachdenken, Leute, lasst mich nachdenken. Okay, warte, 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 warte. So, war das oben, war das oben, war das oben? Nein, nein, nein. Ah, doch, da ist er, perfekt. Okay, das ist der Tresor in der Wand auf jeden Fall. Auch sehr, sehr easy zu finden. Okay, der im U-Boot. Oh Mann, das U-Boot ist eigentlich auch ein echt cooles Haus. Naja, es ist eigentlich wieder kein Haus. Deswegen bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob der überhaupt ein Safe hat. Aber... wir probieren es mal ganz kurz aus. So, so, so. Rechts, links, rechts, links. Ich glaube tatsächlich, der hat kein Safe hier, das U-Boot. Aber wir können nur mal sicherheitshalber mit der Kamera gucken. So. Warte. Oh, da unten ist auf jeden Fall noch ein Stockwerk. Aha, aha, aha. Oh, Leute, ich glaube, das habe ich beim ersten Mal gar nicht gesehen, als ich mir das U-Boot mal angeschaut habe. Ich wusste gar nicht, dass es hier ein zweites Stockwerk gibt. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Toilette und da ist auf jeden Fall noch so ein Torpedoraum, wo aber überall es nicht unbedingt so aussieht, als ob es hier ein Safe geben würde. Okay, deswegen würde ich aber mal sagen, in den Häusern, die keine Häuser sind, gibt es, glaube ich, gar keine Safes. Aber so ganz safe sicher bin ich mir dabei auch nicht. Okay, Leute, dieses Haus hier ist auf jeden Fall etwas Besonderes, denn hier ist es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, zum Safe zu kommen. Aber natürlich weiß ich safe Bescheid, Leute. Und wisst ihr was, ich lasse mir sogar ein bisschen mehr Zeit, indem ich euch einfach zeige, dass hier oben auch was ist. Warte, 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 warte. So.
so, wenn wir jetzt nämlich eine Leiter auswählen und die einfach mal hier ganz entspannt platzieren, dann können wir hier oben, zack, easy, hier rein. Wo man tatsächlich auch fast ein Safe hätte verstecken können, aber der richtige Safe ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger versteckt. Und zwar müssen wir hier hingehen und mal schaufeln gehen, ja, ganz entspannt. Denn wenn wir jetzt lange genug schaufeln, dann werden wir einfach ganz gechillt im Keller landen. Genau hier nämlich. Und da ist dann auf jeden Fall auch der Safe. Oh Mann, ich glaube, das ist auf jeden Fall einer der schwerst verstecktesten Safes im ganzen Spiel von Brookhaven, Leute. Aber trotzdem ist er gut zu finden. So, wenn wir jetzt einfach mal weiter drauf hier graben und sowas, dann geht es wieder nach oben. Und zwar in genau jetzt. Perfekt. So. Oh Mann, tja, da hast du wohl. Ich glaube, du hast ein bisschen Pech, mein Freund. Oh nein, das scheint dir wirklich viel zu leicht zu fallen. Na gut, na gut, na gut. Ich bin mal gespannt, ob das beim neuen Haus auch so einfach fallen wird. Stimmt, das neue Haus vom neuen Update, Leute. Oh Mann, das haben wir bisher ja noch gar nicht gehabt. Okay, okay, Leute, ich glaube, das könnte eines der schwierigeren Häuser werden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey, das ist wirklich so eine unfassbar dumme Challenge, die ich mir ausgedacht habe. Warum stecke ich in der Wand fest? Okay, okay, Leute, das ist dieses Haus. Dieses Haus hat auf jeden Fall einen geheimen Eingang, und zwar hier oben, wo es unter anderem auch nicht nur den Safe gibt, sondern auch den... Ah doch, da war das. Ich dachte gerade ganz kurz, hier wäre wirklich gar kein Safe. Aber nee, hier ist der Safe auf jeden Fall. Und da oben ist doch dieses komische Ding, mit dem man auf jeden Fall so ein paar Secrets freischalten kann. Mit so einer goldenen Pyramide und sowas. Das ist richtig komplex. Aber darüber habe ich ein eigenes Video gemacht. Könnt ihr euch gerne anschauen auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, auch hier ist das natürlich nicht sonderlich schwierig, wenn man der Meister der Secrets ist. Genau so ist es nämlich. Haha. Okay, okay, okay. So, hier müssen wir auf jeden Fall auch mal ganz entspannt nochmal den Tresor finden. Oh Mann, oh Mann. Warte, ich dachte, nicht zu viel Zeit lassen mit dem ganzen Kram, aber ich glaube, auch hier ist er nicht so allzu schwer zu finden. Oh Mann. Warte, oh, da ist er auf jeden Fall. Okay, gut, da haben wir den auch. Sehr gut, dann machen wir direkt mal das nächste. Oh, dieses Haus habe ich auf jeden Fall auch schon lange nicht mehr benutzt. Das ist dieses Haus mit den Rennautos und so ein Kram. Okay, warte, 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 spawnt hier noch einen Schalter? Okay, nee. Aber wir können auf jeden Fall hier aufmachen und dann unten schon mal in die Garage reingehen. Okay, Leute, ganz, ganz kurz, ganz safe noch ein bisschen suchen oder so. Oha, 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 ich hoffe mal, dass das hier irgendwo ist. Oh Gott, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir gerade nicht sicher, wo hier der Tresor ist, aber ich glaube, der ist tatsächlich hier auch versteckt. Der ist nicht so einfach zu finden. Ist eigentlich ein echt schönes Haus, aber ich spiele das irgendwie so selten. Hm, okay, okay, okay. Also ich glaube tatsächlich, dass hier ein Tresor war. Entweder hier irgendwo in der Nähe oder in, ich glaube, hier war auf jeden Fall der Tresor versteckt. Ah, okay, hier ist auf jeden Fall ein Secret nochmal, aber das war nicht das, was ich gesucht habe, sondern wenn wir auf das Bild klicken, haben wir nämlich hier den Tresor. Oh ja, Leute. Oh Mann, ich bin so gut in solchen Verstecksachen. Okay. Okay, Leute, ich glaube, das wird alles, oh, das ist auch ein sehr, sehr altes Haus schon in Brookhaven. Kannst du mal bitte die Tür, achso, lol, die Tür muss man nicht anklicken. Hupsala. So habe ich auf jeden Fall ein bisschen Zeit verloren. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, Leute, wie viel von den Tresoren ihr wüsstet, wo sie sind. Okay, 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 hier auf jeden Fall ist es auch noch mal ein bisschen entspannter, glaube ich. Denn der Tresor ist nicht hier, sondern hier. Jawohl, Leute, jawohl, jawohl, jawohl. Und man, ihr müsst auf jeden Fall mal bis zum Ende gucken, Leute, und mir dann mal in die Kommentare schreiben, wie viele von den Häusern ihr... Okay, der gibt sich schon gar keine Mühe mehr. Ich glaube, der hat mit dem Kopf schon aufgegeben. Er ist einfach unbesiegbar. So ist das, mein Freund. Man sollte sich niemals mit Sadie anlegen, denn Sadie weiß immer, was gut für ihn ist. Keine Ahnung, ob dieser Satz überhaupt jetzt gerade in dem Kontext Sinn gemacht hat, aber ist auch egal. So, da ist auf jeden Fall der nächste. Da hinten habt ihr ihn gesehen. Gut, dann würde ich mal sagen, rushen wir den nächsten Mal auch durch. Okay, okay, okay. So, was ist das jetzt nochmal wieder für ein Haus gewesen? So, okay, okay. Wir müssen mal ganz kurz... Solange die Häuser noch zu sind, ist es übrigens eigentlich auch eine voll lustige Challenge, den Safe zu finden, weil der manchmal schon geladen wird, obwohl der Rest des Hauses noch nicht geladen ist. Sieht hier aber tatsächlich eher schlecht aus. Okay. Das ist auf jeden Fall wieder so ein Haus, was so ganz, ganz viele Zimmer hat. Aber so sicher bin ich mir jetzt auch nicht, ob man hier den... Ah, da ist er ja. Okay, genau. Da ist er. Gut, da ist der eine Safe. Ich glaube, das ist wieder einer der etwas schwieriger zu findenden Safes, Leute. Denn wenn wir hier reingehen, dann müssen wir einfach hier runterspringen. Und solange hier auch kein Wasser ist, können wir auf jeden Fall auch ganz nice hier reingehen, Leute. Und hier in diese super coole Kuhle springen. Aber wisst ihr was? Diese super coole Kuhle ist nicht die einzige super coole Kuhle. Denn wenn wir jetzt nochmal hier durchlaufen... Und zwar, warte, 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 war das hier? Nee, das war nicht hier, Entschuldigung, dann hier durchlaufen, also, Leute, also,
Moment, wir haben technische Schwierigkeiten. Wo war denn das doch mal? Und zwar genau hier, liebe Freunde, wo wir dann einfach mal reinspazieren und super entspannt den Safe hier finden. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, einer der schwersten Safes in ganz Brookhaven. Ich glaube, der ist wirklich, wirklich super, super schwer zu finden. Vor allem, wenn man nicht weiß, wo er ist, Leute. Aber mit diesem Video wisst ihr natürlich in jedem Haus, wo der Safe sich befindet. Okay, gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall nochmal dieses Haus hier. Okay. Das ist auf jeden Fall so ein großes Haus wieder. Das wird wieder schwierig. Okay. Ich glaube, bei diesen Häusern ist das meistens zwar nicht so schwer versteckt, aber es kostet natürlich viel Zeit, schon mal den Safe zu finden. Ich glaube tatsächlich, bei dem hier war der entweder ganz... Nee, hier war er nicht. Aber er war auf jeden Fall ziemlich weit oben. Und zwar irgendwo hier vielleicht. Oh Mann, Leute, ich bin mir echt gar nicht mehr so sicher. Oh Mann. Nee, der war hier, ne? Ja, der war hier, genau. Hinter dem Kleiderschrank auf jeden Fall. Das war nämlich das Haus. Doch, ich erinnere mich wieder. Okay. Alter, manche Häuser, von denen habe ich wirklich schon echt lange nicht mehr gespielt. Und da bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher, wo die ganzen Sachen hier überhaupt sind. Okay, gut, Leute. Der Tresor hier ist auf jeden Fall da. Als nächstes haben wir dann das Baumhaus, Leute. Okay. So, warte. Gehen wir mal auf jeden Fall ganz kurz nach oben. Und suchen den Tresor... Der, glaube ich... Oh Mann, jetzt weiß ich auf jeden Fall wieder nicht, wo der ist. Okay, wir müssen ihn suchen auf jeden Fall. Aber ich glaube, auch hier sollte er nicht allzu schwierig zu finden sein. Ah, genau da nämlich. Okay, Freunde, jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal das neue Haus hier. Oh, das ist ein Haus, das ich auf jeden Fall öfter mal benutze. Trotz alldem weiß ich gerade nicht so unbedingt, wo der Tresor hier ist. Oh Mann. Gut, okay. Hier auf jeden Fall ist er, glaube ich, nicht. Aber wir müssen nochmal gucken. Es könnte auch wieder hier sein, dass der im obersten Stockwerk ist. Weil ich glaube, dieses Haus hat auch nicht so unfassbar viele Secrets. Okay, hier auf jeden Fall war... Ah, da ist er ja. Tja, Leute, ihr merkt schon, das ist auf jeden Fall eine Challenge, die es echt in sich hat. Ihr könnt ja auch mal versuchen, schneller zu sein als ich. Oh, das ist dieses Haus. Okay, der Pizzabäcker. Da ist auf jeden Fall immer der Pizzabäcker drin. Der hat auf jeden Fall auch immer ganz gut versteckt. Ich weiß auf jeden Fall, in diesem Haus gibt es dieses eine Secret, wo man hier so durch die Wand durchlaufen kann. Genau so nämlich. Ich glaube aber, dass der Tresor von dem Haus hier eher da oben ist. Und zwar genau hier. Oh ja, Leute. Oh ja. Nächstes Haus. Hier gehen wir auf jeden Fall in das, Dingshaus, das etwas kaputtere Haus. Okay, das ist auch sehr, sehr einfach zu finden. Mann, Leute, ich baue eine Challenge. Das ist auch viel zu einfach hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Also selbst mit einer Minute Zeitbegrenzung habe ich es viel zu einfach, hier irgendwas zu finden. Okay, ich bin einfach ins Haus reingegangen, ohne durch die Tür zu gehen. Cool, man, don't look at doors. Okay, keine Ahnung, was ich da auf jeden Fall wieder für ein Blödsinn habe, aber ist egal. Denn, oh, warte mal, das könnte wieder auf jeden Fall ein bisschen schwierigeres Haus werden, denn ich bin mir auch noch nicht sicher gerade, wo genau hier der Tresor sein könnte. Warte mal. Oh, da oben ist der. Jawohl, Leute. Easy. In diesem Haus vielleicht noch irgendwo ein Tresor. Okay. Das ist das Haus. Okay, ja. Gut. Das ist auf jeden Fall auch ein bisschen größeres Haus. Aber der Vorteil ist auf jeden Fall, dass bei größeren Häusern die Sachen meistens ein bisschen schlechter versteckt sind. Und zwar irgendwo hier vielleicht, würde ich sagen. Und zwar im allerobersten Stock hier in etwa. Mann. Das ist wirklich viel zu leicht. So, das gruselige Haus. Oh Mann, hier könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass es ein bisschen schwieriger wird, weil, Leute, hier sieht man auf jeden Fall die Sache ein bisschen schlechter. Wir können ja mal einen kleinen Trick hier benutzen. Und zwar machen wir die Helligkeit von dem Zimmer oder von dem Haus ein bisschen heller, damit wir auf jeden Fall besser sehen können. Warte. Oh, ich glaube... Oh, achso, hier ist der Tresor. Lol. Ich dachte eigentlich, dass der Tresor da hinten wäre, wo der Dings hier auf jeden Fall ist, wo man da so runterfällt. Nee, warte mal, das war hier, glaube ich, ne? Genau, hier kannst du nämlich einfach so ganz entspannt da unten durchfallen und hier hast du dann auch ein paar Secret-Sachen, wie ein Buch von der Agency und irgendwie ein komischer Spiegel und so ein Kram, aber hier scheint auf jeden Fall kein Dings zu sein, kein Secret. Kein Tresor. Dieses Haus auf jeden Fall habe ich auch schon ewig nicht mehr drin gespielt. Okay. Mann. Ist das dieses eine Haus, wo, nee, das ist es nicht. Okay. Ich dachte, das ist das, wo man in diesen Raum mit dem Aquarium kommt, aber das wird es wohl auch nicht sein. Okay. Oh, hier ist der Safe. Alles klar. Easy, Leute. Easy. Mann, das ist echt ein bisschen zu leicht. Manche Häuser sind wirklich zu leicht. Ich meine, jetzt sind die Safes ja eigentlich relativ gut versteckt, aber trotz all dem ist, lol, was ist das für ein komisches Gerät hier? Irgendein Lichtschalter oder sowas in die Richtung. Interessant. Wow, Heimkino. Hey, das ist eigentlich ein echt schönes Haus. Das muss ich öfter mal spielen, auf jeden Fall. Das sage ich irgendwie gefühlt zu jedem Haus, weil ich irgendwie immer das Gleiche nehme. So, gut. Da haben wir auf jeden Fall auch das nächste. Der Bunker. Ich glaube, beim Bunker weiß ich auf jeden Fall auch, wo es ist. Hey, sag mal, ich glaub dir das ja schon. Es ist alles in Ordnung. Nein, du wolltest den Beweis haben. Du bekommst den Beweis. Absolut kein Problem. Okay, Leute. Ja, ich meine, er hat mich herausgefordert. Das müssen wir auf jeden Fall ernst nehmen. So, hier unten
unten war auf jeden Fall, glaube ich, auch ein Secret. Badaboom. Okay, hier ist aber kein Safe. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall trotzdem nochmal schauen, wo der Safe sein könnte. Ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher. Okay, ich glaube tatsächlich, der wird hier aber wahrscheinlich auch nicht so gut versteckt sein. Genau, Leute. Aber man merkt auf jeden Fall, dass die Technik, die Sachen zu verstecken, immer irgendwie ähnlich ist. Allerdings die Militärbasis ist eine der schwierigeren Safes, das weiß ich auf jeden Fall. Weil der hier ist nämlich natürlich etwas weiter unten. Und zwar in einem ganz besonderen Versteck, wo wir hier nach oben rein müssen. Und da links gibt's hier... Hier gibt's auf jeden Fall auch noch ein Secret, was ich erst in einer der letzten Folgen oder so entdeckt habe. Wenn man sich mal ein bisschen kleiner nämlich macht, kann man einfach mal hier durchgehen. Und hier ist so ein komisches Notiz oder so. Falls ihr euch das durchlesen wollt, Leute, geht entweder selber hin oder schaut euch mein Secret-Video an, wo ich die Militärsachen gezeigt habe und so weiter. Hier hingegen ist stattdessen einfach der Tresor. Dann haben wir hier wieder ein... Ah, ich bin fast runtergefallen. Lol. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall wieder ein etwas anderes Haus mit ein bisschen Wasser und so weiter. Ah, wir sind aber eigentlich schon perfekt ausgekommen, weil, Leute, wenn wir nämlich hier drücken, ne, nicht da drücken, sondern da drücken, kommen wir hier in einen ganz besonderen Raum, der natürlich sehr, sehr groß ist und... Warte mal. Warum ist da eigentlich irgendwie Gras oder so? Oder Rasen oder so? Hä? Interessant. Ich glaube, das passiert in anderen Häusern nicht. Ah, haben wir auch so einen kleinen Bug gefunden. Das ist eigentlich auch ganz witzig. Okay, Leute, es sind nicht mehr viele Häuser. Wir kommen zum Final-Endspurt und vor allem auch zum letzten Haus, was wir uns anschauen werden, was ich noch nicht kenne. Okay, okay, Freunde. Okay, okay. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal ganz kurz gucken. Das Haus kenne ich auf jeden Fall auch ein bisschen besser. Hier gibt es immer den Wandschrank, wo ich gewohnt habe. Oder wo Mayo immer gewohnt hat. Oh Mann, Leute, kennt ihr die Folgen noch? Das war richtig lustig. Okay, hier auch nicht gut. Hier sieht aber gut aus. Oder auch nicht. Oder ich bin blind. Okay, Leute. Also manchmal muss man auch einfach ein bisschen in die entgegengesetzte Richtung gucken. Der entgegengesetzten Richtung, wo man eigentlich gucken wollte. So, wir müssen auf jeden Fall da nach unten hin. Ah, schade. Ich wollte gerade runterspringen. Man kann so auf jeden Fall auch so ein bisschen sehen, was genau für Sachen da unten eigentlich sind. Weil hier müssen wir einfach nur diesen Knopf drücken, der da ist. Dann da einfach runterlaufen und... Ist hier der Safe gewesen? Ich bin mir gerade auch nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass es hier so einen geheimen Raum gibt, ist, aber ich glaube, da ist nicht der Tresor, Leute. Oh Mann, okay, bei diesem Haus könnte es auf jeden Fall auch wieder ein bisschen schwieriger sein. Das könnte sein, dass ich das jetzt mal nicht in der Zeit schaffe. Okay, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Oh Mann, wo ist der denn hier gewesen nochmal? Verdammt, Leute, das wird echt knapp. Oh, 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 oh nein, 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 nein. Bitte, 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 bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Wo ist der Tresor? Leute, 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 wir müssen wieder hier die Admin-Commands nutzen. Mein Gott, wo war denn der Tresor hier? Hatte dieses Haus überhaupt einen Tresor? Jetzt bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Okay, warte, schnell den Keller abchecken. Wo ist es hier? Wo ist es hier? Wo ist es hier? Oder unter dem Dach ist auch nichts, Alter. Hier ist überhaupt nichts. Nein, das kann nicht wahr sein. Leute, nein. Oh nein, der Timer ist abgelaufen. Nein, verdammt, wir haben es ja wirklich mal nicht geschafft. Oh Gott, ich bin mir echt nicht sicher. Gibt es hier einen Tresor? Oh nein, Leute, wir haben es einmal wirklich nicht geschafft. Oh Mann. Nee, das kann doch nicht wahr sein. Oh, das ist ja wirklich kein Safe. Ich bin mir gerade wirklich echt nicht so ganz sicher. Leute, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr ein Safe ist oder nicht. Okay, was soll ich ihm jetzt nur sagen? Ha, 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 das war viel zu einfach. Naja, also so würde ich das jetzt auch nicht sagen. Oh Mann, Alter. Das wird eine saftige Bestrafung geben, mein Freund. Oh Mann, na gut, egal. Machen wir jetzt erstmal einfach ganz kurz weiter. Wir haben noch genau 6 Häuser, Mann. Wir waren so kurz vorm Ende, Leute. Und wir haben es jetzt genau am Ende, haben wir ein Safe nicht gefunden. Och Mann, das ist so doof. Okay, 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 Leute. Egal, lassen wir uns davon jetzt nicht unterkriegen. Wir müssen das jetzt noch durchziehen, weil wenn wir das nicht schaffen, dann ist das voll peinlich für die Steady Crew. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und ich mache so viele Secret-Videos über Brookhaven. Oh Gott, das ist echt ein bisschen unangenehm. Okay, okay, ganz ruhig, Leute. Egal. Konzentration bewahren, Konzentriertheit bewahren. So. Okay, hier sieht es auf jeden Fall auch schon wieder ein bisschen schwieriger aus, weil das ein bisschen ein großes Haus ist und so weiter. Oh nein, Leute, jetzt nicht. Wir schaffen das doch jetzt nicht schon ein zweites Mal nicht mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Okay, okay, okay. So, ganz kurz hier unten gucken. Ne, hier unten sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Oh nein, Leute. Oh nein, Leute. Oh nein, Leute. Oh nein. Nein, 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 nein. Das darf jetzt nicht passieren. Das darf jetzt nicht nochmal passieren. Oh Mann. Oh, da ist er, da ist er. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden, Leute. Ich habe ihn gefunden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Gott, das war richtig knapp. Der ist richtig gut versteckt. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Warte, Leute, Leute. Das war doch hier. Das war doch hier, oder? Ja, genau. Okay, das heißt, wir müssen eventuell irgendwo hinter die Dusche oder sowas. Oh mein Gott, Alter. Das war wirklich knapp. Alter Vater. Oh Mann, oh Mann. Okay, aber wir haben es Gott sei Dank geschafft. Ich glaube, jetzt kommen wir auf jeden Fall so langsam zu den richtig, richtig schwierigen Freunden. Oh Mann. Mal schauen, wie
das beim nächsten auch so wird. Ich kriege ein gutes Gefühl bei der Sache. Die letzten werden die schwersten sein. Ich wusste schon immer. Oh Mann, ey. Ach Gott, was für ein mieser Typ. Okay, okay, okay. Leute, ist egal, ist egal. Hier werden wir auf jeden Fall auch noch mal ein paar Sachen finden, glaube ich. Hier sollte der Safe auch nicht allzu schwer versteckt sein. Ich dachte gerade, das wäre er, aber das ist die Mikrowelle einfach. Oh Mann, ey, Leute, also manchmal ist es echt ein bisschen schwieriger, als es aussieht. Dieses Haus hier hat auf jeden Fall so ein bisschen viel Holz. Okay, da ist auf jeden Fall der Tresor. Das war relativ einfach, gut. Leute, wir müssen auf jeden Fall noch mal ein bisschen durchhalten. Wir haben noch 4 Häuser vor uns, unter anderem auch das neue. Okay, okay. YouTuber-Villa, Leute, ich bin ja echt gespannt, wo da der Safe sein wird. Gut, 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 gut. Wenn wir jetzt hier mal reingucken. Ach, das ist dieses Haus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich erinnere mich auch wieder. Dieses Haus ist ganz schön weird auf jeden Fall. So, hier ist, glaube ich, keins. Da hinten irgendwo? Nee, vielleicht hier so? Vielleicht da unten? Okay, da unten schauen wir gleich nach, falls es nicht hier oben irgendwo ist. Alter, dieses Haus ist so verwirrend. Eigentlich ist das echt ein cooles Haus, weil das so, weil es so richtig schief ist und so weiter. Aber okay, Leute, ich glaube... Warte, 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 warte. Ah! Boah, das wäre echt knapp gewesen tatsächlich. Ich habe es gerade noch im Augenwinkel gesehen. Alter Vater, ey. Okay, das war auf jeden Fall Haus Nummer 3 jetzt noch. 3 von 3, die wir noch uns angucken müssen. Okay, so, das hier sieht doch richtig gut aus. Okay, naja, leider nicht. Oh Mann, ey. Hier sieht's auch ganz okay aus soweit. Wo kann denn hier eventuell noch ein Safe sein? Ah, da ist er ja. Oh Mann, okay, alles klar. Hier bei dem Bad einfach drin. Okay, okay, okay. Der ist auf jeden Fall auch, der ist gut versteckt auf jeden Fall, Leute. Und wenn man vielleicht ein bisschen was mit irgendwie so Props macht, so Kisten einstellt, dann ist der auf jeden Fall noch schwieriger zu finden. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass der hier oben ist. Oder? Der ist doch hier oben, oder? Warte mal. Da, ja, genau, da ist er, liebe Freunde. Oh Mann, denn was ich gerade meine, ist, wenn man hier einfach den Kistenbob hinstellt, Leute, dann kann man hier einfach mal so ganz entspannt, zack, so ein paar Kisten hinstellen. Und dann sieht man das einfach null, ne? Das ist so ein cooles Secret, wenn ich ganz ehrlich bin. Auf jeden Fall ein mega nicer Trick, um sich der geheime Basis zu bauen, Leute. Okay, kommen wir nun zu La Grande Finale. Und zwar genau das letzte Haus, wo wir den Safe finden müssen. Und hier weiß ich es tatsächlich nicht. Deswegen werden wir einfach ganz genau gucken müssen, wo der hier ist. Okay, das sieht auf jeden Fall alles ganz gut aus, aber das ist auf jeden Fall eine neue YouTube-Villa, Leute. Hier gibt es einfach ein Studio, beziehungsweise so ein bisschen so sieht das, das ist so das Mikrofon, was ich habe. Das sieht tatsächlich so ähnlich aus, Leute, dass meins halt lila ist und nicht schwarz. Genauso ist das hier auf jeden Fall drüben noch. Dann ist hier so ein, das gute alte Büro des YouTubers, Leute. Ein Greenscreen-Raum, mega cool. Okay, hier habe ich auf jeden Fall so einen silbernen Play-Button, habe ich auf jeden Fall wirklich. Und die der hier hat auch einen goldenen. Den goldenen habe ich nicht, aber ich habe zumindest einen silbernen. Ich kann ihn euch gerne mal zeigen, wenn ihr wollt. Genau so sieht auf jeden Fall ein echter Playbutton aus. Da steht auch mein Name drauf, Sandy. Ich weiß gar nicht, ob ich den euch schon mal gezeigt habe, tatsächlich. Ich glaube, ich bin mir tatsächlich... Also auf dem Foto auf jeden Fall, aber ich glaube, den habe ich noch nie hier gehabt. Irgendwie. Ich habe den da hinten an so einer Wand hängen. Aber es geht auf jeden Fall nicht um meinen Playbutton, sondern um den Safe, den wir hier safe finden wollen. Okay, so. Hier ist... Alter, vor allem hier ist so richtig so LED und so ein Kram. Ne? Hat auf jeden Fall auch irgendwie was. Gut, wir können... Okay, da kann man auf jeden Fall irgendwie durchlaufen. Oh, hier sieht das auch ganz gut aus. Wir können ja auch mal ganz kurz gucken, ob die Wand hier irgendwie... Oh, lol. Ah, oha, oha, oha. Okay, ich bin nur, wie es aussieht, nicht richtig durchgelaufen. Ah, so müssen wir durchlaufen. Mega gut, Leute. Und da haben wir auch auf jeden Fall schon mal den letzten Safe gefunden. Super, super nice. Wir haben halt wirklich jeden Safe von jedem Haus in Roblox Brookhaven gefunden, Leute. Und das ist ausgezeichnet. Huch, das hat echt ganz schön lange gedauert. Länger, als ich dachte tatsächlich, weil es in unglaublich viele Häuser in Brookhaven mittlerweile gibt. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie viel. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie viele Häuser es in Brookhaven gibt. Ich habe keine Lust nachzusehen. Okay, ich würde trotzdem sagen, du hast schon gewonnen. Ist ja gut. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe, was habe ich denn eigentlich gewonnen? Verdammt, worauf haben wir nochmal gewettet? Was war ich denn nochmal? Du bist ein Apfelverkäufer und du wolltest mir einen Apfel verkaufen. Genau. Was? Ah, richtig. Jetzt musst du meine Äpfel kaufen. Sie kosten, wie viel kosten Äpfel denn soweit? Äpfel kosten, gar nichts. Die kriegt man einfach kostenlos. Hier, guck,
Oh Gott, gibt es hier überhaupt irgendwo Äpfel oder sowas? Warte, vielleicht kommt er mir das ja ab. Hier, guck mal, was das für ein Riesenapfel ist. Ist das nicht mega cool? Wow, das ist ja mal ein Riesenapfel. Kann ich dir den abkaufen? Na klar, du kriegst ihn sogar umsonst, weil er nichts wert ist. Hier, fangen! Jawohl, ich hole ihn, ich krieg ihn, ich bin ein reicher Mann. Und genau so wird man nervige Vertreter los, indem man ihn einfach Bälle wirft. Okay, ich glaube, Leute, das ist gar keine so gute Idee und auch gar kein so guter Tipp. Trotzdem würde ich sagen, bevor die Folge gewonnen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!